Hey Willi, schon 40 Jahre ist es her, dass dich der Neonazi damals zerschlagen hat. Aber jetzt ist wieder so viel los bei uns, dass ich dich schon wieder mal in deiner ewigen Ruhe stören möchte. Vielleicht bin ich ja zu hellhörig, vielleicht höre ich die Flöhe husten. Aber ich habe Angst, dass wir vor einem Krieg stehen, Willi. Die Zeichen stehen auf Eskalation. Da hat wohl eine gewaltige Lobby ein gewaltiges finanzielles Interesse daran. Kaputt machen, wieder aufbauen. Neue Märkte, neue Waffen, neue Särge, neues Geld. Das ist nun mal die Art, wie unser völlig krankes Wirtschaftssystem seine Krisen löst. Die Medien manipulieren wie schon lange nicht mehr. Neue Feindbilder werden gebastelt und was gut ist und böse, richtig und falsch, wird uns wie eine bittere Medizin täglich eingeflößt. Und unsere Regierung, die schert sich wie gewohnt einen Dreck um das, was wir wollen. Denn wenn die mal alle Leute fragen würden, ob sie einen Krieg wollen, was glaubst du, Willi, was die antworten würden? Aber die fragen ja nicht die Leute, sondern sie erklären uns, dass diesmal Deutschland statt am Hindukusch auf der Krim verteidigt wird. Und die gute alte Friedensbewegung? Anstatt endlich was auf die Füße zu stellen, zerfleischt sie sich wieder selber. Vor lauter Angst, einer Irrlehre zu verfallen, fällt sie irr ins Leere. Die Militaristen aller Couleur trommeln für den Krieg und die Linke rührt sich nicht vom Fleck und überlässt damit das Feld den Demagogen, den nationalen Sozialisten, offenen und verkappten Judenhassern, Deutschstümlern, homophoben Putin-Fans und anderen Wölfen, die jetzt eimerweise Kreide fressen. Anstatt die vielen Menschen, die sich zu Recht empören, mit guten und linken Argumenten zu unterstützen, verliert sich die Linke im Hoheitsanspruch der einzig wahren, richtigen Gesinnung. Und da verliert sich eben auch gern mal der Sinn. Aber Willi, wäre es nicht das Allervernünftigste, jetzt auf die Straße zu rennen, für Frieden, für eine gerechtere, würdigere Welt? Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt, bei Heckler und Koch jedenfalls. Da knallen schon die Champagnerkorken an die Lüster. Ach Mensch, wir bräuchten wieder solche Leute wie dich, Willi. Echte Typen, voller Liebe und Verzweiflung. Leute, die wie du einfach das Maul aufmachen und sich hinstellen und blären, heut's mal Faschist oder nie wieder Krieg. Die auf die Straße rennen, sich mit anderen unterhaken, revoltieren gegen diesen scheiß Militarismus. Ich mach weiter, Willi, wie versprochen. So wie du gesagt hast, man muss weiterkämpfen, auch wenn die ganze Welt einen Arsch offen hat. Und eines gilt immer noch. Freiheit, Willi. Du sollst keine Angst haben vor nix und niemands. Oh, Alphonse, sind Sie auch Pazifist? Nein, ich bin Franzose. Aber am Ende mache ich sowieso, was die Deutschen wollen. Sogar Frieden. Oh, Abdelkarim, Sie auch? Integration ist alles. Na dann.